Ja, so ein Gipfel, der bringt das Programm manchmal ein bisschen durcheinander. Entschuldigen Sie bitte, Herr Ridder, dass ich Sie da so unterbrochen habe. Wir waren stehen geblieben beim Terrorismusabwehrzentrum, was der Innenminister heute besucht. Und Sie haben beklagt, dass es wenig Zusammenarbeit gibt, zu wenig Zusammenarbeit und zu wenig Analysefähigkeit, sowohl von links als auch von rechts. Obwohl Sie gesagt haben, von links ist man ein bisschen schlauer. Kann ich das so zusammenfassen? Nein, das würde ich so nicht sagen. Wir haben ja nun Gott sei Dank eine Entwicklung, insbesondere in der alten Bundesrepublik, erlebt. Nämlich die schlimmen Jahre 1977, die Rote Armee-Fraktion. Das haben wir Gott sei Dank als historische Etappe, jetzt 40 Jahre später, ich denke in jeder Weise überwunden. Aber wir haben den Rechtsterrorismus, und das wird häufig übersehen, eigentlich im Kern seit Beginn der 80er Jahre parallel als zentrale Herausforderung gehabt. Und die großen Ereignisse, die terroristischen Vorgänge des Jahres 1980, denken Sie an den Anschlag auf das Oktoberfest, auf den jüdischen Verleger in Erlangen und so weiter. Diese Spuren ziehen sich durch über 40 Jahre. Das heißt, der Rechtsterrorismus, der heute gelegentlich immer wieder als ein neues Phänomen beschrieben wird, er sei eine neue Herausforderung. Nein, er war immer eine Herausforderung seit Beginn der 80er Jahre. Ist das so, dass man das ähnlich behandeln muss, Terrorismus, auch sozusagen vielleicht von islamistischer Seite? Arbeiten Behörden bei jeder Bedrohung gleich oder passt man die sozusagen der politischen Richtung etwas an? Nein, ich denke, dass es gewisse strukturelle Herausforderungen gibt und auch entsprechende Gegenmaßnahmen des Staates gibt, die in allen Phänomenbereichen zu beurteilen sind. Es gibt gleichsam einen zentralen Nachteil in der Terrorismusabwehr, und das sagt eigentlich der Begriff schon. Die staatlichen Behörden, die Sicherheitsbehörden, können dann eigentlich immer nur eine Gefahr abwehren. Das heißt, sie müssen zunächst erkennen, mit welcher Strategie in den unterschiedlichen Phänomenbereichen bestimmte Angriffsziele formuliert werden, wie der Modus operandi ist, also die Art des Vorgehens, wie die Konspirationen und so weiter verlaufen. Das alles sind erstmal Phänomene, die erkannt werden müssen. Und dann kann ich prüfen, mit welchen polizeilichen und nachrichtendienstlichen Maßnahmen kann ich dem begegnen. Das ist in allen Phänomenbereichen die gleiche Herausforderung. Sehen Sie eine Struktur in rechts, dass man schon auf was reagieren kann, was sich da wiederholt? Ja, ich denke schon, dass gleichsam in der Kontinuität des Rechtsterrorismus natürlich steht, dass die Angriffsrichtung, die Ziele, die sie angreifen, im Kern unverändert sind. Sie können sich abwechseln, das war bei der RAF im Übrigen auch mal. Es wird einmal die politische Klasse sein. Es werden im anderen Fall natürlich, was den Komplex Antisemitismus und die Angriffsziele aus diesem Bereich angeht, die ziehen sich eigentlich über die ganze Zeit jeweils mit einem Schwerpunkt, der veränderbar ist. Hm. Haben Sie den Eindruck, dass der Terrorismus von rechts, der jetzt sozusagen ganz oben auf der Tagesordnung steht durch den Fall Lübcke, hat er zugenommen? Ich denke, gerade wer in historischen Kategorien denkt, hat bei dem, was wir heute ja doch als politischen Mord an einen politischen Funktionsträger ansehen, hat irgendwie doch eine neue Bedeutung gewonnen. Nicht so sehr materiell, aber in der Psychologie. Wir Älteren denken natürlich an den politischen Mord der Weimarer Republik und haben natürlich, wir spüren, dass hier etwas in Bewegung ist. Nicht nur gleichsam in der Tiefe, sondern auch, das ist das Neue, in der ganzen Breite der terroristischen Phänomene von rechts. Wir haben es ja eben nicht mehr nur mit geschlossenen Gruppierungen zu tun, sondern wir haben es offenkundig ja mit Vernetzungen zu tun, auch mit losen Strukturen zu tun. Das alles stellt natürlich eine Riesenherausforderung dar. Hat man da genug Geld für beim Bundesamt für Verfassungsschutz, wenn ich das mal als eine Behörde nenne? Sie sagten ja, es sind viele, viele.
Wenn es einen Verdienst gibt der Großen Koalition, dann hat sie die Defizite, die in diesem Bereich bestanden, wirklich inzwischen voll kompensiert und ausgeglichen. Personell, von den Sachmitteln her, gibt es überhaupt keine Defizite mehr. Es fehlt, ich sage das, so bitter das ist, an Kompetenz im Sinne von Leistungsfähigkeit. Das ist die zentrale Forderung, die man heute an die Politik richten müssen. Sie müssen die Leistungsfähigkeit der Apparate verbessern. Was heißt das? Die Leute besser schulen? Um es mal ganz einfach zu sagen, Sie müssen nicht möglichst immer mehr Mitarbeiter in die Sicherheitsapparate pumpen. Da gibt es auch noch Risiken, die bisher so nicht gesehen werden. Sondern die müssen das qualifizierte Potenzial und Personal, die Mitarbeiter reich haben, die insbesondere denken Sie an den Cyberraum, also denken Sie an den IT-Bereich und die Herausforderungen. Da können Sie nicht mehr nur auf der Basis von gehobenen Diensten die Mitarbeiter einstellen, sondern da müssen Sie wirklich die Besten haben. Und das ist teuer, das kostet Geld. Der große NSU-Komplex ist ja weitgehend abgearbeitet, sage ich mal. Haben Sie das Gefühl, dass man daraus Lehren ziehen kann für das, was jetzt heute passiert, Fall Lübcke? Oder ist das jeder Zelle doch irgendwie anders? Ja, ich will mal am Beispiel der Waffe, die im Falle des Mordes an Lübcke eine Rolle spielt. Hier ist ja noch hochinteressant, wie der mutmaßliche Täter, Stefan Ernst, wie der an die Waffe gekommen ist, über welche Wege, die wir über heute... Über einen Waffenhändler? Ja, über einen Waffenhändler. Und dazwischen war noch eine Kontaktperson eingeschaltet, die den Hinweis gegeben hat. Dasselbe haben wir fast im Verhältnis 1:1 auch beim NSU-Komplex gehabt. Ein Vermittler und ein Händler sozusagen. Ja, da war ein natürlich nicht ein Einzeltäter, sondern wie wir wissen, ein Trio im Untergrund. Und eigentlich das Erste, was zu erwarten war, sie mussten sich eine Waffe beschaffen. Mhm. Und auch dort haben sie sich an Vertrauenspersonen in ihrem Umfeld gewandt und haben die Bitte geäußert, wir brauchen einen Bums, wir müssen eine Waffe haben. Und wenn man sich die beteiligten Personen von damals ansieht, dann sieht man, es waren Vertrauenspersonen im Sinne, dass sie mit dem Trio gleichsam wirklich so eng bisher schon politisch vertraut und zusammengearbeitet haben, dass also über ein solches System das ging. Und dasselbe sehe ich jetzt auch in ersten Ansätzen in Kassel. Also bitte. Haben Sie das Gefühl, dass dieser NSU-Komplex richtig aufgearbeitet wurde, gründlich, dass man jetzt da also wirklich alle Erkenntnisse hat? Oder gibt es da noch dunkle Stellen? Also ich denke schon, dass die Tatsache, dass wir, ich glaube, 8 oder 10 Untersuchungsausschüsse haben. Dass in wir verschiedenen einen, Landtagen. So ja. ist es. Im Bund 2, in allen, fast allen Landtagen, ja. Und auch die Tatsache, dass der Prozess mit dem Schwerpunkt Schäfer als Angeklagten, dass der Prozess doch eher ein erheblicher Gewinn war. Allerdings verstehe ich die Opfer und die Anwälte der Opfer, die immer noch unzufrieden sind, weil natürlich Kernfragen des Strukturmodells NSU auch heute noch nicht abschließend geklärt sind. Ich will das mal auf den Punkt bringen. Die Tatsache, dass es nur ein Trio war, die ist nun wirklich vom Tisch. Aber wie die Kooperation war, die Zusammenarbeit zwischen regionalen Unterstützern, zwischen lokalen Personen, war der Anschlag selbst, war das nur die Stunde des Trios oder hat es auch im logistischen Bereich Unterstützung gegeben? Diese Aufklärung ist bis heute noch nicht abschließend und zur Zufriedenheit, wenigstens für mich und andere Experten, geklärt. Es gibt ja jetzt verschiedene rechte Organisationen, Combat 18 wird ja immer genannt, oder die identitäre Bewegung. Ist das so eine neue Generation von Rechtsterrorismus, von jungen Leuten, die sich dazu so Einheiten zusammenschließen? Oder wie würden Sie das beurteilen? Nein, das ist nicht in dem Sinne eine neue Generation, aber es ist in der Tat eine neue Form. Einmal im weltanschaulichen Bereich, was die IB, die identitäre Bewegung angeht, oder was C18, Combat 18 angeht. Das sind natürlich, wenn Sie so wollen, modernere Strukturen und Organisationsformen. Nur
Es hat in diesen Tagen ja den Hinweis gegeben, dass gleichsam die Mutterorganisation, die Trägerorganisation Blood and Honor, dass die im Jahr 2000 verboten worden ist. Und jetzt stellt sich aber einmal heraus, dass der militärische Arm, der bewaffnete Arm, wenn Sie so wollen, von Blood and Honor, dass der damals nicht im Jahre 2000 mitverboten worden ist. Da kann es rechtliche Probleme gegeben haben, weil man den C-18-Komplex, also Combat 18, nicht als, wenn man so will, geschlossene terroristische Gruppierung qualifizieren konnte. Aber im Kern ist das ja völlig unbefriedigend, dass man, wenn man so will, den politischen Teil dieser Bewegung von Blut und Boden, Blut und Ehre, dass man den politischen Teil verbietet, aber den militärischen, den bewaffneten Teil nicht verbietet. Das sind da völlig unbefriedigend. Und ich gehe nach Ankündigung von Seehofer davon aus, dass man hier nur noch mal ernsthaft eine zweite Lesung macht. Horst Seehofer hat gerade gesagt, ein Anschlag sei jederzeit möglich. Darauf müsse sich die Bevölkerung vorbereiten oder vorbereitet sein. Die Lage sei hochgefährlich. Das ist so? Ja, dieser Satz gilt seit 50 Jahren. Seit Anfang der 70er Jahre haben wir es mit Anschlägen links und rechts zu tun. Und wir haben nicht nur im letzten Jahr 40 Jahre Deutscher Herbst, sondern wir müssen sagen 50 Jahre Terrorismus von links und rechts. Das ist die Wirklichkeit. Und daraus folgert natürlich, dass ich jeden Tag mit einem Anschlag rechnen muss, von welchem Phänomen auch immer. Warum betont er immer so sehr, dass er auf dem rechten Auge nicht blind ist? Ist das der Hauptvorwurf, der so an den Innenminister gerichtet wird? Oder kommt das jetzt durch den Fall Lübcke? Das ist ein Vorwurf, wie Sie wissen, den es schon seit vielen, vielen Jahren gibt, der in der Formulierung so nicht zutrifft, weil er zu undifferenziert ist. Blind heißt ja, ich habe keine Informationen und Erkenntnisse. Dies ist unzutreffend, insbesondere aufgrund des V-Mann-Systems im rechtsextremistischen Bereich, ist man natürlich in der Lage, fast optimal ein Informationssystem zu entwickeln, obwohl ich das V-Mann-System, wie es bisher praktiziert halte, für falsch halte, ja, für sogar für ein Sicherheitsrisiko für diesen Staat halte. Aber im Kern nochmal blind ist falsch die Formulierung, sondern die Frage ist, mit welchen Strategien bin ich gleichsam, habe ich geantwortet auf diese Informationen? Das ist das Thema. Was ist da falsch an dem V-Mann-System? Was kritisieren Sie da? Ja, ich denke, gerade der NSU-Komplex hat dies ja nun sehr deutlich gemacht, dass das bisherige Selbstverständnis des Verfassungsschutzes, ja eigentlich aller Nachrichtendienste, das Selbstverständnis ist ja, wenn Sie glauben, dass Sie mit der menschlichen Quelle, oder Sie glauben, Sie haben mit der menschlichen Quelle, mit dem V-Mann, haben Sie das Instrument in der Hand, um die Gefahren rechtzeitig und umfassend zu erkennen. Und im NSU-Komplex ist ja nun wirklich belegt, dass ein fast perfektes Informationssystem über die menschlichen Quellen nicht ausgereicht hat, um einen fast 10-12-jährigen Untergrundkampf aus der Rechten zu erkennen. Meine Kritik am V-Mann-System, an der menschlichen Quelle, wie wir sagen, neben den technischen Quellen, die ich für ganz, ganz wichtig halte, aber die menschliche Quelle ist, meine Kritik ist, dass es nicht geht, einen Ideologen links, rechts und im islamistischen Bereich, der mit einem entsprechenden geschlossenen Weltbild seine politische Arbeit macht, den gleichzeitig, jetzt spitze ich mal zu einer Vertrauensperson des Staates zu machen. Das geht nicht. Das muss man einfach wissen. Herr Ritter, ganz herzlichen Dank für Ihre Einordnung, dass Sie uns hier begleitet haben bei der Pressekonferenz.